Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sympathos-Box von Gospel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sympathos von Gospel aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box und dann hier in Rot und Gelb Gospel abgebildet. Sympathos lesen wir hier. Und dann jeweils links und rechts nochmals im Profil zu sehen. Sieht ja ziemlich bunt aus, so nach Prisma. Und ansonsten glatt schwarz die Box. Auf der rechten Seite lesen wir auch nochmals Gospel Sympathos. Oben glatt schwarz und auf der linken Seite auch wieder Gospel Sympathos. Auf der Rückseite ebenfalls blank schwarz. Und dann haben wir hier noch einen Barcode und Credits. Das Ganze erschienen über Defender Records. Es ist das Debüt-Release von Gospel. Ich kenne den guten Mann hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, eigentlich ausschließlich durch Rap am Mittwoch. Dann kommen wir mal zum Boxinhalt. Wir haben hier eine reguläre Clubbox und darin befindet sich einmal ein Shirt. Dann ein großer Sticker, deine Mutter singt die Hook. Sehr schön. Und dann haben wir natürlich das Album. Von innen die Box glatt weiß. Und hier an der Seite kommt auch nochmals, wenn man das aufklappt, einmal Gospel Sympathos zum Vorschein. So, wir machen die Box mal zur Seite. Und nachdem das Album und das Shirt noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal rausholen. Allerdings praktischerweise hier so eine Lasche dabei. Bedeutet, wir brauchen kein Messer. Und dann noch ein Shirt. Gut. Wie immer starten wir mit dem Album an sich, also das Albumcover wie auch schon das Boxcover sehr farbenfroh gehalten mit schwarzem Hintergrund. Das Ganze ist ein Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir auch wieder Gospel Sympathos. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist und zwar haben wir 20 Tracks an der Zahl, das ist eine Menge. Features von Cracky Valley, Tighty und Sense und Serg. Allerdings muss man auch anmerken, bei diesen 20 Tracks sind 1, 2, 3, 4 Skits dabei. Also 16 Tracks, 4 Skits und 4 Features verteilt. Und 10 die 2 Instrumentals. Auch hier wieder Barcode und Credits mit dabei. So, dann haben wir einmal das Booklet. Hier haben wir einmal die komplette Tracklist. So sieht das aus. Also scheinbar der Großteil der Beats von Hijackers produziert. Die Infos über Produzenten bzw. Features hier mit dabei. Und ein mehr oder weniger verwirrt aussehender Gospel. Dann hier noch die Tracks in der Instrumental-Version aufgelistet. Spannend. Auch hier nochmals Gospel, der sich gerade seines Oberteils entledigt. Und dann haben wir hier noch auf der linken Seite eine Danksagung, die dann hier dann auf der rechten Seite weitergeht. Und hier zum Abschluss noch mal die Credits. Gut, dann haben wir die Album-CD. Diese passend zum Cover gestaltet. Gospel hier links abgebildet. Ansonsten das Ganze hier wieder in Schwarz und Weiß gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Bonus-CD, die CD2 mit Instrumentals. Rückseite so dunkelblau-rot gehalten. Gut, dann haben wir einen Sticker mit dabei und dieser ist recht groß, in schwarz und weiß. Und hier lesen wir MFKA, das dürfte wohl für Motherfucker stehen. Und darunter lesen wir, deine Mutter singt die Hook, Gospel. Also sehr schöner Spruch, kann man sich gut aufhängen. Und dann haben wir noch ein Shirt mit dabei und jawohl, wie auch schon auf dem Sticker, lesen wir auch hier wieder Motherfucker, deine Mutter singt die Hook und darunter Gospel. Neckprint haben wir in dem Fall keinen und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck,
MFKA, also Motherfucker, deine Mutter singt die Hook und darunter Gospel. Das Ganze klassisch in Schwarz und Weiß gehalten, hier quer über die Brust der Schriftzug. Gefällt mir trotz der klassischen Farbvariante Schwarz und Weiß richtig gut. Ja, der Spruch an sich, ich finde ihn zwar echt lustig, deine Mutter singt die Hook, kann man gut drüber lachen. Allerdings, ob man dann mit so einem Shirt, mit so einer Aussage auf dem Shirt rumlaufen will, ist natürlich eine andere Frage. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieser riesen Sticker in Schwarz und Weiß im Hochformat. Und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Sympathos von Gospel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gospel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.